Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unser Selbstversorger Hobbygarten. Heute wollte ich mal einen Brutkasten vorstellen, den ich letztens bekommen habe. Also das ist das ganze Ding hier. So, also das ist so ein Styroporkasten. Den kann man aufmachen. Das war jetzt hier noch zum Transport. Hier ist eine gute Beschreibung, auch wie lange so, wie viel Grad die verschiedenen Eier und so brauchen. So, also hier ist dieses Hitzeteil drin, hier oben. Und hier kann man bei Plus und Minus die Gradzahl einstellen. So, nur der einzigste Nachteil ist, dass man fünfmal am Tag hier an dieser blöden Kordel ziehen muss. Die war Ja, ich tue mal ein bisschen ran, damit man es hat. und die Eier wenden muss. Fünfmal am Tag. Und wir dachten, das wäre halt elektrisch. Also ich habe die das ja geschenkt bekommen. Die haben sich das nicht richtig durchgelesen und so beim Kauf. Also haben die halt gar nicht so beachtet. Und ja, also das wird halt schon nervig werden. Ja. Und den wollte ich jetzt eigentlich nur mal vorgestellt haben. Ja, weil ja, weil wir brauchten noch eine Brutmaschine, weil jetzt 2 Jahre hintereinander. Immer die Naturbrut kaputt gegangen ist. Ja, Und letztes Jahr ist wenigstens eins durchgekommen, aber dieses Jahr gar keins. ja. Deswegen haben wir uns jetzt hier so einen Brutkasten besorgt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.